Ich meine Geschwister sind ja jünger wie ich und ich habe ihnen diese Geschichten ja erzählt, wo sie klein waren. Und das ist auch so eine Ehre, eine Wertschätzung, wenn denn die Erwachsenen, Frauen, die bereits so am Beruf nachgehen, diese liebevolle Art des Erzählens der Gute-Nacht-Geschichte nicht vergessen und ehren. Durch das, dass sie mich dann gefragt hat, kann ich das, darf ich das verwenden? Und ich habe ihr das dann gegeben und die Kinder haben, unwissend, wer der erste Samen gelegt hat, sozusagen, ihre Märchen geschrieben. Und die Belohnung oder diese persönliche Note war, dass sie nachher dann ihnen erzählt hat, dass das ihre Schwester geschrieben hat. Und sie hat es der Klasse als Dankeschön, Wertschätzung nicht an mich, sondern an die Kinder vorgelesen. Die Schularbeit ist super ausgelaufen, meine Schwester ist eine tolle Lehrerin. Und dennoch gab es aber da einen Schlüsselmoment.